Du kannst nicht realistisch Menschen, Tiere, Architektur, Gebäude oder Dinge zeichnen? Ja, dann kannst du auch gar nicht richtig zeichnen. Stimmt das? Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Einige behaupten, dass die Fähigkeit, die Natur, die Realität akkurat aufs Papier zu bringen, das höchste Maß an zeichnerischem Können ist. Und wenn man diese Stufe nicht erreicht hat, dann kann man eigentlich noch gar nicht richtig zeichnen, oder? Wir alle kennen die Videos hier auf YouTube, die 1000 Views bekommen und in denen großformatige und hyperrealistische Zeichnungen entstehen. Da ein Löwenkopf, dort eine metergroße Haarpracht. Und das ist auf den ersten Blick auch total beeindruckend. Wir denken dann, wow, das könnte ich nie. Oder wie macht diese Person das bloß? Aber jetzt kommt hier meine steile These. Das alles hat mit Zeichnen können nicht viel am Hut. Realistisches Zeichnen besteht grundsätzlich aus zwei Faktoren. Und das eine ist das Verständnis für Formen. Also wie gut kannst du abzeichnen oder abpausen. Und das zweite ist ein tiefes Verständnis für Tonalität. Also das Spiel mit Licht und Schatten. Dazu gehört natürlich auch die Kenntnis der Zeichnungsmaterialien. Also Bleistift, Kohle, Acryl, was auch immer. Aber grundsätzlich geht es mir hier darum, was du für dich als realistisch definiert hast, was hier deine Ziele sind und was du eigentlich damit erreichen möchtest. Wenn du also mit dem realistischen Zeichnen stagnierst, nicht weiterkommst und dir das irgendwie nicht richtig gelingen möchte, dann habe ich hier für dich drei zentrale Punkte, warum das so sein könnte und was du dagegen tun kannst oder wie du damit am besten umgehen könntest. Punkt 1, das ist Kreativität oder Reproduktion. Realistisches oder gar hyperrealistisches Zeichnen legt den Fokus auf die ganz genaue Reproduktion von Realität bzw. von realistischen Vorlagen. Das kann sehr hilfreich oder gar notwendig sein für zum Beispiel wissenschaftliche Illustration oder für anatomische Studien. Wenn du dich aber den eigenen Ausdrucksformen und den eigenen Ideen zeichnerisch nähern möchtest, kann die sture Abbildung vom Realen deine kreative Entfaltung einschränken. Du bewegst dich dann in einem engen Rahmen der Realität und beraubst dich deiner künstlerischen Vielseitigkeit. So werden zum Beispiel Abstraktion oder Symbolik, die eine tiefere Bedeutung vermitteln können, vernachlässigt. Und wenn dir die realistische Darstellung wirklich schwerfällt, also wirklich, wirklich schwerfällt, dann ist dies sehr wahrscheinlich auch kein Weg, der deinem inneren kreativen Wesen entspricht. Punkt 2 ist der technische Druck und der Perfektionismus. Realistisches Zeichnen erfordert oft sehr, sehr ausgefeilte technische Fähigkeiten. Natürlich ist allgemein gesehen ein gewisses Maß an Technik und ein grundlegendes zeichnerisches Wissen für einen gewissen Output an Qualität wichtig. Jedoch sind die technischen Anforderungen für wirklich realistische Darstellungen um einiges größer. Das kann dazu führen, dass du deine Energie auf Perfektionismus, Details und einige wenige akkurate Techniken beschränkst. Das kann enormen Druck erzeugen und zu Frustration führen, wenn es denn nicht gelingen will. Wenn du also noch am Anfang stehst oder nach längerer Pause wieder einsteigen möchtest, dann lass dich lieber auf Experimente ein und probiere auch Stile und verschiedene Materialien aus. So kannst du eher zu einer Ausdrucksform vordringen, die dir entspricht, relativ leicht von der Hand geht und welche dir viele Möglichkeiten offen lässt. Punkt 3, und das ist mein wichtigster Punkt, das ist die Lebenszeit. Wie im Punkt 2 bereits erwähnt, braucht es für Realismus ausgefeilte technische Fähigkeiten. Und für diese gibt es keine Abkürzungen, sondern nur die stetige Übung. Und dieses Handwerk erfordert darum oft eine beträchtliche Zeitinvestition, die nicht zu unterschätzen ist. Oft bedingt diese Investition auch einen fixen Raum, um in Ruhe arbeiten zu können. Das ist nicht immer möglich und macht flexibles Arbeiten, Ausprobieren fast unmöglich. Auch bedingen gewisse Techniken, dass man mehrere Stunden am Stück an ihnen arbeiten und üben muss, weil zum Beispiel schon mal die Vorbereitungen, also die technische Planung, der Aufbau der Zeichnung, schon viel Zeit beanspruchen oder weil die Farben ansonsten austrocknen würden oder weil erst nach einer längeren Zeit der Lerneffekt oder der Flow überhaupt einsetzt. Du musst auch wirklich auf jedes Detail achten und jede Missachtung kann ein ganzes Werk ruinieren. Auf so etwas muss man sich einlassen wollen, das fordert einen ziemlich heraus.
Darum ist je nach persönlichen Lebensumständen dieses Ziel sehr, sehr schwierig zu erreichen. Nun, hast du dich in einem der drei Punkte wiedererkannt? Wie gesagt, realistisch zeichnen ist eine Herausforderung, jedoch eine sehr, sehr technische. Das kann man erlernen, braucht aber sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit, sehr viel Geduld. Aber eben, wenn du allgemein mit dieser Technik haderst, wenn es dir Schmerzen, Sorgen bereitet oder wenn es qualvoll ist, dann lass es sein. Zwing dich nicht in dieses Korsett. Die Welt der Zeichnung, der Kunst ist ungemein vielfältig. Realismus ist nur eine Art davon, nur ein Ausdruck aus diesem ganzen Sortiment. Darum such weiter, probiere es aus. Und ich denke, wenn du dann deine Art, Bilder zu zeichnen, deine Art gefunden hast, wie du dich ausdrücken möchtest, dann kannst du bereits zeichnen. Und du verbesserst dich einfach, indem du dranbleibst und weiter übst und weiter zeichnest. In diesem Sinn danke ich dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, hat dir weitergeholfen. Falls dem so ist, lass gerne ein Like da oder einen Kommentar. Das würde mir auch helfen, um dem Kanal hier weiter zu wachsen und die Inhalte auch dementsprechend zu verbessern. Also vielen Dank dafür. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zeichnen. Mach's gut. Auf bald.